Ja, klar. Meine Fresse. The fuck? Heilmittel für die Sandkrankheit. Ich hab's. Ja, ich will da nur raus. Boah, ich glaube, ich stell's wieder zurück, ey. Oder haben die klangheimlich ein Update rausgebracht? Dieses Gerät soll... Egal. Alter Schwede. Ich hätte nicht gedacht, dass Matrix 11 so brutal ist. Bin so froh, das hinter uns zu haben. Da bin ich aber wirklich glücklich. So, dann wollen wir mal in die große Wüste, oder? Was für ein Narr! Zu sterben und mich einfach zurückzulassen. Es war so kalt. Ach, komm schon, Mädel. Haben wir denn jetzt wirklich alles? Sprich im Unterschlupf mit Adam. Wüste, 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 Wüste. Untersuche den Eingang zum Hypertube. Bin Hypertube in der großen Wüste. Min zufolge wurde die anderen Sentinels in den verschütteten Ruinen der großen Wüste getötet. Ödland und große Wüste. Große Wüste. Oh, bring Franks Gegenstand aus der großen Wüste zurück. Okay. Ah, wer bist du ja? Ich bin schon ganz aufgeregt. Können wir aufbrechen? Ja. Ich bin fertig. Ich habe fertig mit dieser Gegend. Ich würde sagen, ein Schiff schafft das nicht. Wird wohl ein wenig knapp. Jetzt wird es doch
kühl. Also tagsüber ist schön warm, nachts wird's kühl. Naja, passt schon. Ach, verdammt. Der ganze Sand hat wohl den Motor geschrottet. Ach, nee. Wir müssen zu Fuß weitergehen. Wer hätte das sagen? Ist das in Ordnung für dich, Eve? Wer hätte das gedacht? Kein Problem. Unterstütz mich mit der Drohne. Na klar. Verlass dich auf mich. Ich bin auch noch da. Keine Sorge. Motor selbst erfahrene Scavenger können sich dort verlaufen. Aber wir haben ja eine Karte. Also passiert uns das nicht. Super. Was haben wir hier? König des Tunnels. Ah, das machen wir doch mal. Ich versuche hier gerade den Hintergrund zu... Ich hasse diese Viecher so sehr. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Das sieht aber auch irgendwie weird aus. Au! Ich habe keine Ahnung, wie stark die Dinger sind. Ich habe den Vieh gerade den Hoden gespalten. Das nennt man Kastrieren auf Eve-Art. Aber ich glaube, ich will es auch gar nicht herausfinden. So, hier ist eine Absturzstelle. Ich finde es schade, dass man das nicht wirklich investigieren kann. Au! Oh, wo kommt der denn her? Einmal sind sie da. Alter Schwede. Na klar. Oh, fick dich doch. Komm her, du Wichshurenbock, ey.
Darf ich auch ausweichen? Nein, natürlich nicht. Alter, man kann es übertreiben. Na klar. Ausweichgegner. Ja, natürlich. Also wenn das jetzt kein besonderer Gegner ist, dann bin ich aber sauer. Natürlich ist es kein besonderer Gegner. Ihr Wichser. Oh, wie assi ist das denn? Dieser Kampf. Was ist das für ein Tunnel? Ein Schnelltransporttunnel, der in den Süden führt. Dadurch kannst du dich ohne jeglichen Feindkontakt fortbewegen. Diese Richtung muss ich. Och nee, ey. Irgendwas ist doch da falsch. Alter Schwede, ey. Das kannst du schön vergessen. Das wird mir jetzt ja, das wird mir zu blöd. Alter Schwede, also jede drei Monster, wo du halt kaum rankommst, die dich weghauen. So bekloppt. Ja, war klar. Lauter Jagd. Nee. Bei aller Liebe. Irgendwas kann doch da nicht sein. Warum mache ich auf einmal so wenig Damage? Ah!
Ja, so schon nervig genug. Hier ein bisschen aufpassen, hier können diese Kacklappen kommen. Oh, meine Fresse. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein Designfehler. Alter Schwede, ey, die haben doch... Der hat doch seine eigene Frau in die Fotze geschissen, oder? Vier von diesen Wichslappen da, ey. Und eine gute Idee, kann ich hier auch noch weitermachen. Aber lieber um Freiheit kämpfen, dieser Schwanzlurch, ey. Hat da was zu tun, diese Mistsau. Unfucking fassbar. Na klar. Interessante Kämpfe ist eine Sache, aber das ist einfach nur noch eigener Gesellschaftshass. Natürlich, die checken alles. Na klar. Fick doch deine Hurenmutter, du Bastard! Es kann doch nicht sein, dass ich kaum Schaden mache. Es kann doch nicht sein. Ich habe Angriff alles ausgemaxt. Oh, meine Fresse. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, was hier so falsch sein kann.
Ich probier's mal so. Ist auch nicht viel besser. War irgendwie klar. Warte mal, kann ich das nicht mitnehmen? Da muss man doch irgendwie hochkommen. Vielleicht kann man da ja. Natürlich. Och nee, ey. Nee, das kann ich. Obwohl, doch, ich kann mir hier einiges vorstellen. Wollte schon sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so assi ist, aber doch, hier kann ich mir echt alles vorstellen. Aber wirklich, ey, dass die Wüste dich einfach so hart vergewaltigt, ist einfach nicht mehr tragbar. Aber da hoch muss man irgendwie kommen. Und ich bin tot. Fast. Oh, leck mich. Ich bin noch nicht ausrasten im Spiel. Ich verstehe halt nicht, was das da oben soll. Da oben ist ein Mensch, wo ich mir wieder so einen Körperkern oder so holen kann. Und es ist einfach richtig mal wieder assi. Ich sowas hasse. Ich muss doch irgendwo was haben. Irgendwo so ein Laden oder so, wo ich mir was holen kann. Ich kann mir vorstellen, dass man das abballern muss. Weil das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich mit Schrotpatronen nicht weit genug zu weit entfernt bin davon. So, hier kommen wieder diese Sandwichser. Ich habe das wieder auf einfach gestellt, weil das kannst du einfach vergessen. Na komm her jetzt. Hier kommt viel zu viel aus dem Boden. Wie soll ich den denn ausweichen? Von den Schwanzmann muss ich 5 besiegen, ey. Alter Schwede, ey. Allein der Metro 11, also ich verstehe es nicht. Beim letzten Mal war das nicht so assi. Haben die mal wieder so typisch, oh ja, ist vielleicht zu leicht, wir machen jetzt ein Update. Warum geht die nicht kaputt? Na, wieder am Aufgeilen. Wieso am Aufgeilen?
Auf geilen tue ich mich nicht. Ich tue mich auf Regen, ja. Oh, dieser hohen Bock. Ich hasse den. Na klar. Oh, das ist so ein Assi-Gegner. Natürlich. Oh, das ist so ein Trollgegner. Alter, dieser Gegner ist einfach ein Fehler in dem Spiel. Und hier ist auch wieder ekelhaft, diese scheiß Wege, ey. Glaub mir. Das ist der Grund, warum ich es wieder auf leicht gestellt habe. Es ist doch assi. Ein Schnelltransporttunnel, der wenn du die Viecher nicht killst, hast du ein Problem, weil auf einmal kommen Tentakeln aus dem Boden. Widerlich. Du regst dich immer nur auf. Ich reg mich einfach nur auf, wenn man irgendwas Assiges macht. Und dieses Spiel ist halt traurigerweise voll davon. Ey, die schwebenden Gegner kannst du so vergessen. Oh, du Hurenbock, ey. Na klar, übertreib. Ich hasse diese Gegner! Natürlich, bitte mehr davon. Oh, ihr hohen gefickten Wichser. Na klar! Wollt ihr mich verarschen?
Oh, fick doch meine Matte! Darf ich auch mal weg hier? Oh, nö, das nicht. Fick doch deine Mutter ins Knie, ey. Es ist doch unglaublich. Na klar. Einfach Massen an Gegner. Hat man doch so uns hier geschissen, ey. Alter Schwede. Man kann es ein bisschen übertreiben, finde ich. Hast du schon einen Gegner, der assi ist? Und dann einfach noch mehr. Oh ja, natürlich. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, ey. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Na klar, unsichtbar machen. Warum nicht? Dafür, dass du so wenig Munition hast, hast du halt ein Problem. Und manche Gegner passen einfach nicht ins Game. Da höre ich doch schon wieder irgendwas. Hoffentlich kann ich mich hier auch ein bisschen. Gibt's hier. Okay, springen wir rein. Wait, what the? Okay, das ist cool, aber. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Kisten mitzunehmen. Okay, das Rote ist aua. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich auch springen? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Okay, das war cool. Also es gibt schon Games, an sich sind die schon cool, aber das... ...deutlich mehr Fracht gerichtet. Ich wäre überrascht, wenn ihr überhaupt etwas unversehrt geblieben ist. Ich sehe mich mal um. Ich finde es halt problematisch, wenn halt manche Sachen dich einfach komplett fisten. Meine Story und alles ist halt interessant, aber das war's auch schon. Der Himmel ist die Zukunft. Der Hypertube, das Hypertube-System der Orca
Aerospace Company ist mit seiner Orca Magnetschwebe dann der schnellste und sicherste Anbieter für Fulfillment-Dienste. Orca Aerospace Company, ihr Tor in die Zukunft. Habe ich den Verstand verloren? Habe ich wirklich den ganzen Weg für die Daten auf mich genommen, nur um jetzt zu sterben? Cedric, ich hätte nie auf das ganze Gerede über den Schutz, über den Schatz hören sollen. Fusionszelle? Ja, das ist eine Fusionszelle. Na, sieh einer an. Wirklich? Ist sie intakt? Sie ist etwas ramponiert, aber brauchbar. Das war's. Perfekt. Nein, ich bin noch lange nicht fertig hier. Hier gibt's noch ein paar Sachen mehr, die ich abschlachten muss. Zu dem ich von irgendwo da oben kam. Ich hatte eine Audienz bei ihr. Sie sagte Proxy, Sphere und Mother. Dann sagte sie, dass der Preis verlorener Erinnerung vergehen wird. Die Schrift wurde als Prophezeiung weitergereicht und ich habe ab. Der Preis der verlorenen Erinnerung wird vergehen. Ich muss nur auf die Zukunft vorbereiten. Ich muss mich auf die Zukunft vorbereiten. Welche Entscheidung wirst du treffen? Ich habe. Was zum Geier? Keine Ahnung, was die da labern. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh je, 5 Skillpunkte. Mein Freund schwebte auf einmal mitten in der Luft. Seine Augen rollten zurück und er murmelte irgendeinen Unsinn. Denkt er etwa, nur weil wir bald sterben, ist auf einmal irgendein Gott in ihn gefahren? Alle drehen durch. Wir wurden wie Werkzeuge benutzt und jetzt zum Sterben zurückgelassen. Es wartet keine Erlösung auf uns. Okay. Da ist irgendwas drin. Hallo. Ich will das Geld. Oh Gott sei Dank, ich kann mich hier hinsetzen. Achso, erstmal aktiv machen. Ist aber keine Schnellreisefunktion. Mit diesem Lager scheint auch etwas nicht zu stimmen. Oh, ich brauch's doch so sehr. Es scheint wohl ein Problem mit der Stromzufuhr zu geben. Könnte daran liegen, dass der Solarturm mitten in diesem riesigen Sandsturm steht. Eve, suchen wir nach den Sentinels hier. Vielleicht hilft uns einer von ihnen. Okay. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Nein! Einfach nein. Oh, leck mich doch. Der Wichser war tot. Der Wichser war doch tot.
Hab's auch noch mal fett mitgenommen. Alter Schwede, leck mich am Arsch, ey. Also hier hast du echt ein Problem. Wenn die Gegner ein bisschen über oder unter dich stehen, dann sind sie dir eindeutig über. Mit dem Basilisken werde ich mich nicht frontal anlegen. Bam! Der, der das Kampfsystem designt hat, dem müsste man die Rosette genauso spalten. Einfach Millionen Gegner. Dafür ist das Kampfsystem nicht ausgelegt. Wo bin ich hier eigentlich? Wie komme ich denn da hin? Begib dich zur Dose in der Wüste und untersuche die verschütteten Ruinen, den June erwähnt hat. Gegenstände der großen Wüste zurück. Finde einen Sentinel. Na super. Kann ich hier durch? Natürlich nicht. Muss mal gucken, ob ich so einen Sentinel finde. Ich muss unbedingt ein Lager finden, das funktioniert. Jetzt habe ich ein fettes Problem. Ich muss aufpassen, die machen auch Aua, wenn sie explodieren. Yay, Notizen. Ich kann mir aber schon fast vorstellen. Uiuiui. Zu was das gehört. So, wo ist jetzt mein scheiß Wichsstift? Da. Was sagt der kleine Zui? Der ist doch ganz, ganz. Hui. Hui, Zui. So, erstmal kurz strollen. Bis gleich. So. Geht doch, schreibt er. Glorreiche Halunke. So, was haben wir denn hier? LL? Große Wüste, zerstörte Hypertruhe.